Zugleich ziehen wir in dieser Woche bereits sehr schnell Konsequenzen aus den abscheulichen Vorgängen an Silvester, nicht nur in Köln, sondern in einer Reihe von anderen deutschen Städten. Das zeigt, dass die Koalition handlungsfähig ist. Wir werden neue Gesetze und Verschärfungen beschließen. Und das ist ein klares Signal, dass diejenigen, die glauben, sie müssten sich nicht an die Gesetze in Deutschland halten, mit einer schnelleren Abschiebung rechnen müssen.